2019 hieß es für 7 Verrückte ab ins Ausland. Mit einem noch größeren Vehikel fuhren wir im April kreuz und quer durch Italien, um uns spannende Lost Places anzuschauen. Die zweite Woche in Italien lag vor uns und mit ihr viele geile Locations. Am Abend waren wir schon wieder auf der Suche nach einem Platz fürs Wildcampen und stießen auf einen besonderen Ort. Heute werden wir mal nicht offiziell campen, sondern in einem kleinen abgelegenen Dörfchen. Ich finde das immer so richtig crank gerade. Hier macht es das nicht von innen irgendwie. Innen wird alles leer sein, auch von draußen einfach mal eine komplette ganze Stadt, alles. Völlig komplette Stadt leer. Creepy, völlig surreal. Stallung, hier waren mal Pferde drin. Dann müssten wir dann am besten auch hier irgendwo nachher das, die ganzen Zelte aufbauen. Was ist denn das hier mal gewesen? Brunnen oder was? Ich denke, da fühlen wir uns, wenn es dunkel wird, ziemlich beobachtet hier. Den ganzen Fenstern. Oh, nennst du die Gespenster? Ja, deswegen heißt es ja Ghost Town. Das Ding wurde 2011 aufgegeben. Ja, von 1800, klar. 51 oder was, ja. 56. Aber warum ist die Frage wegen? Hier gibt es sogar eine Kirche. Und Hoppelhäschen. Hier sind überall Hoppelhäschen. Aber das mit der Kirche finde ich schon echt geil. Das hat was. Wir checken jetzt hier noch ein bisschen die Lage. Da oben hängt eine Kamera. Da ist sie. Ach, hier ist auch noch eine, ja. Was ist da dran? Das ist ein Sender. Ah, das ist ein Sender? Ach, da oben ist es. Stimmt, da ist tatsächlich ein Sender dran. Das Örtchen erschien uns doch etwas heikel. Deshalb entschieden wir uns wieder für einen öffentlichen Zeltplatz. Guckt euch das da vorne an. Die faulen Säcke, die Moni und der Marcel haben gerade eingecheckt und werden jetzt mit einem kleinen Buggy-Exa zu unserem Platz gebracht. Wir müssen dem Buggy folgen. Durch den Arizona-Parkplatz, Zeltplatz. Wie ist das? Der prescht hier lang. Der prescht hier lang. Wir kommen ja nicht mit unserem Bus so schnell hinterher. Also möchte ich aber jetzt jeden Morgen zum Frühstücksbuffet gefahren werden. Ne? Jo, Zeltplatz Nummer 5. Vivi und Benni sind schon duschen. Zusammen. Mich hat gerade einen Stuhl zerstört. Der ist zerbrochen. Jetzt kann er nicht mehr sitzen. Nun sind sie alle weg. Keiner mehr da. Benni und Vivi und Moni und Toni sind duschen. Und der Milch, der ist schon in seinem Zelt. Der hat sich heute noch ein extra Tarp gekauft, weil sein Wurfzelt immer so ein bisschen durchnässt. Und heute kann er ganz trocken schlafen. Hey, was machst du da drin? Hey, Nachtruhe. Hörst auf zu rascheln. Schlaf jetzt. Das Coole ist, hier haben wir mega viel Platz. Und da ist der Transi. Und unser Mampfplatz. Schreibt. Ach, ich bin gar morgen. Nicht auf dem Foto. Das ist doch kein Foto. Ach, ich bin gar nicht auf dem Video. Das ist ein depressives Video. Mhm. Also langsam geht uns der Regen auf den Piss. Ich kann es nicht mehr hören. Man wacht nachts auf und hört. Mike hat gesagt, es waren 8 bis 10 Tage Kackwetter im April prognostiziert und wir haben die erwischt. Wir haben die erwischt. Habe ich auch überlegt. Ja, die Prognose für heute. Ja, Moment. Die Prognose für heute sieht super aus. Ich würde sagen Regen. Regen, 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 Kälte, Kälte, Regen. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Ich raste gleich aus. Hey Sie, du hast aber keinen Schutzkontakt.
Hallo. Wenn es dann durchfeuert, dann liegst du daneben. Was geht ab? Wie gehen Sie persönlich mit dieser beschissenen Situation um? Für den Morgen, wenn wir richtig aus hier und Toilette, alles in dem Staat. Das bringt doch auch nichts. Ja, ich sag ja, doch. Wir nehmen das schlechte Wetter mit. Na gut. Frankreich bringt sowas, wenn es auf die Barrikaden gehen. Aber ob Schnee stürmt oder schneit, die Moni ist mit dem Föhn immer bereit. Die macht alles wieder trocken nachher. Stimmt. Ganze Zelte trocken föhnen. Kannst du bitte genau mal die Zelte trocken föhnen? Hallo. Das wird doch wohl mal drin sein hier. Das wird doch wohl mal möglich sein. Hey, das regnet ja, das schon wieder. Hier oben sind schon wieder Tropfen. Den Regen hinterher. Nee, hey, ob es tropft. Nein, der Regen denkt sich, ich fliege der Grauzone hinterher. Dann hat die es so richtig schwer. Normale Menschen trinken so ein Tässchen Kaffee am Morgen. Mike trinkt 10 Liter am Morgen. Schaut mal, wie er sie durchrührt. Seinen See. Dann ging es auf Tour. 3 Locations standen an diesem verregneten Tag auf dem Plan. Als erstes besuchten wir eine dekadente Diskothek, die auch schon bessere Zeiten erlebt hatte. Und Sie schwingen hier den Tanzstock, oder was? Ich bin hier der Besitzer. Ach, der Besitzer. Die Geschäfte laufen sehr schlecht, wie Sie sehen. Gucken Sie sich mal die Bude an hier. Ja, irgendwie sah es hier schon mal schön aus. Weiter ging es durch die verregnete ländliche Landschaft zum ehemaligen Anwesen eines Fußballtrainers. Hier schien die Zeit wirklich stehen geblieben zu sein. 15.25 Uhr, irgendwann vor 20, 25 Jahren stehen geblieben. Und dann war da noch diese geheimnisvolle blaue Kirche. Leider fanden wir hier eine besondere Art von Vandalismus vor. Hier, da liegt ja Jesus, ist das krass, mit abgetrennten Fingern. Ja, guck mal, erstmal die Scheibe kaputt. Und dann so eine Sache, dass die aus der Nase blutet und alles sowas. Ja. Das ist ja hier Verschändung von dem Ganzen. Guckt euch mal dieses vergoldete Kruzifix an, das ist circa 6 Meter hoch. Aber trotzdem galt die Kirche für uns als Highlight dieses Tages. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Es ist wunderschön. Hey, warte. Es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint. Es regnet Sonnentropfen. Scheiße. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs auf 3 Places. Sonne, Sonnenschein oder die Sonne an sich kennen wir nicht mehr. Wir haben mal irgendwann davon gehört, dass es geben soll. Aber wir glauben da nicht mehr so wirklich dran. Es ist massiv trocken. Ich glaube, ich verdurste. Ja? Es war ja, so Mann. Trocken? Mensch, trink doch mal was. Du bist völlig dehydriert oder bei diesem Wetter. Luftfeuchtigkeit bei nur 85%. Und Niederschlagswahrscheinlichkeit jeden Tag bei 99. Schön. Es hat bis jetzt gerade vor einer halben Stunde von heute Nacht, ich glaube um 4 eins. An 1? Okay. Nur gepisst. Es ist so schlimm, dass hier da, also wo wir sitzen, alles aufgeweicht ist und wir mussten Folien auslegen. Sonst hätte man hier nicht. Unser Zelt geregnet hat. Ja, es hat auch noch in euer Zelt geregnet. Anders, ja. Jetzt müssen wir den Schlafsack irgendwie kochen. Aber hey, Verbesserung zu Frankreich. Mein Zelt ist trocken, weil ich die Fenster zugemacht habe. Hey. Weil ich die Fenster zugemacht habe. Nein, die hat mich gestern Abend zugemacht. Krise, Achtung, ich hab die gestern Abend zugemacht. Du das hast die geht vergessen. Den ganzen Tag geht das so. Halte doch mal die Komm, Fresse. Sag einfach, sie war's und wir haben unsere Ruhe. Die war's. Das ganze Laminat ist aufgequollen. Wir müssen das jetzt abbauen. Ja, da haben wir 2 Tage gesessen. Ja, es ist hier so matschig, dass hier kein Wohnmobil rauskommt. Die haben bis jetzt jedes Wohnmobil hier aus der Matschscheiße ziehen müssen. So sieht es bei uns aus. Jetzt nochmal ohne Tisch. Da haben wir gesessen. Ja, aber wir haben den besten Fahrer der Welt. Jetzt voran da.
Den anderen haben sie vorhin mit dem Bagger hier rausgezogen. Bagger mit dem Bagger, der hier drüben steht. Echt? Hm? Oh, krass. Da steht der Bagger. Da. Da weiß ich. So, das nächste ist in der Spur. Auf dem Weg zu einer alten Funkstation der NATO begaben wir uns in ein 1500 Meter hohes Gebirge. Im festen Glauben, das Ziel mit dem Auto zu erreichen, wurden wir leider eines Schlechteren belehrt. Scheiße, so kurz vom Ziel geht es hier erstmal für uns nicht weiter. Die Straße ist einfach zu kaputt, dass wir mit dem Bus darüber kommen. Das ist zu gefährlich, weil der wahrscheinlich dann hier wegkippen könnte. Hier sieht es nicht besser aus. Also scheint so zu sein, dass hier irgendwie Wasser runtergekommen ist und die halbe Straße weggespült hat. Ein Teil der Gruppe entschied sich am bzw. im Auto zu nächtigen, während Vivi, Benny und ich im Dunkeln zu Fuß den Aufstieg wagten. So, der Rest bleibt jetzt hier unten. Und Benny, Vivi und ich haben uns umentschieden. Wir laufen jetzt da unten und werden da rumpennen. Ich wette, wir sind gerade mal 2 Meter vom Auto weg. Ja, 2 Meter vom Auto weg. Noch 7.923 vor uns. Wir haben uns das vorgenommen, dann ziehen wir das auch durch. Punkt. Es hat sich doch mehr als gelohnt, hier hoch zu kraxeln. Die mystische Location zog uns in der Dunkelheit sofort in ihren Bann. Wir begaben uns auf die Suche nach einem nächtlichen Schlafplatz und wurden in einem alten Küchentrakt fündig. Wir sind jetzt in einem der Gebäude und suchen hier nach einem Schlafplatz. Das sieht an sich ganz okay aus. Wir haben ja Zelte mit. Hier geht's. Hier können wir die Zelte hinschmeißen. Das geht. Bei Minusgraden verbrachten wir eine kurze Nacht mit relativ wenig Schlaf in unseren Zelten. Am nächsten Tag weckte uns Toni dann ziemlich rabiat. Was ist hier los? Dieses militärische Sperrgebiet. Weisen Sie sich sofort aus und verlassen Sie dieses Gelände. Sind wir verhaftet? Ja. Oh nein. Wir verbrachten mehrere Stunden an diesem Ort und genossen diese einzigartige Location. Den Link zum Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Danach fuhren wir wieder zu einem alten Kraftwerk. Und wieder trafen wir hier auf eine bekannte Situation. Das ist so eine Art See, der so eine Flussform hat. Ja, das muss mal irgendwie Kühlfluss hier gewesen sein, ja. Auf dem Gelände befand sich neben dem inaktiven Areal noch eine aktive Anlage. Ja, Fotos sind schön, aber der Teil hier vorne ist aktiv. Der Teil hier vorne rechts ist aktiv. Ja. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen safe. Und zwar sind wir gerade in ein altes, ehemaliges Gaskraftwerk eingestiegen. Hier ist eben der Teil, der noch aktiv ist. Und hier ist der inaktive Part. Ja, das ist intakt, da brennt noch Licht. Deswegen müssen wir jetzt echt aufpassen hier. Schön leise sein. Begleitet uns in und durch das Kraftwerk im dazugehörigen Video. Den Link findet ihr in, na ihr wisst schon. Nun ging es einige hundert Kilometer weiter in die warme Toskana. Am Abend erreichten wir den nächsten Zeltplatz. Zeltplatz 6. Benny und Vivi sind duschen. Zeltplatz ist mega geil, riesengroß und wir haben eine eigene Straßenlampe. Achso, und es ist trocken. Es regnet nicht, es ist aber auch nicht arschkalt, wie in der Radarstation. Das ist total toll. Und hier gibt es Weintrauben. Die Teil der Gemeinschaft des blauen Monolithen geworden waren. Oder sich auf offener Straße einander hingaben. Morgen.
Leute, es scheint die Sonne. Guckt euch das an. Es scheint tatsächlich die Sonne. Es ist nicht nass. Es ist relativ warm. Und es ist nicht so arschkalt gewesen in der Nacht. Ich habe einfach richtig gut gepennt. So, es geht etwas abwärts. Gestern Abend war ich so frech und habe einfach diese Dusche benutzt. Hier hatte ich so viel Platz. Göttlich. Ich glaube, hierbei wollt ihr nicht dabei sein. Bis dann. Ich möchte Wurst. Welche möchtest du? Ich weiß nicht, ich würde gerne einen Paprika-Lionot kosten. Wir haben. Mit dem Paprika-Lionot anfangen? Ja. Ich würde einfach wieder schlichtweg Salami bevorzugen. Guten Morgen, Vivi. Guten Morgen. Ein Kritikpunkt ist, hier ist Schatten. Ja. Und da ist die Sonne, da. Da. Diese Hinne machen, dass es hier rumkommt. Aber ich finde das momentan gar nicht so schlimm, dann werden meine Ohren noch geschont. Aha, der Milch hat eine Sonnenallergie. Aber es ist schon besser geworden. Das Ohrläppchen ist jetzt, hat jetzt wieder eine normale Größe. Ihr müsst euch vorstellen, durch diese Sonnenallergie bilden sich da so Bläschen und das linke Ohrläppchen war dann irgendwie dreifach so groß. Da hat er noch bei einer, wie heißt das? Pharmazia. Bei einer Pharmazia angehalten und hat sich eine Creme gekauft, eine Cortison-Creme. Was machen Sie denn da Leckeres? Porridge. Porridge. Und bei Ihnen hier riecht es auch schon wieder so lecker? Oder hat es hier auch irgendwie? Noch nichts, nur Kaffee erstmal. Okay. Ist gut. Man muss erstmal Mensch werden und dann können wir was futtern. Hey, wir sind Grauzone, wir sind keine Menschen. Das ist richtig. Wir sind wilde Tiere. So wie es hier aussieht, auf jeden Fall. Voll assi. So eine Lodderbude hier. Aber scheiß drauf. Fehlt das? Darf ich ein bisschen gute Laune haben? Nein. Da ist eine Spinne. Was? Wo ist eine Spinne? Da ist eine Spinne. Wo denn? Da hinten. Die kommt mit dir gleich ins Ohr. Am Rücken! Ich glaube, du hast sie. Mit guter Laune stellten wir uns dem täglichen italienischen Verkehrschaos, um eine Location zu erreichen, deren Inhalt schon im internationalen Kino zu sehen war. Polizei! Oh, Polizei! Oh. Wir stehen nur wegen uns, weil Interpol das dort gegeben hat. Oh, hier sind sie. Oh, fuck. Ja, wir sind heute in Hollywood und drehen einen Film, die Neufassung des Pinocchio. Normalerweise läuft man auf einer Location erstmal, naja, wenigstens 10 Minuten, bis man was sieht. Hier gucke ich nur rein und sehe alles. Diese Kulissen waren im international erfolgreichen Kinofilm Pinocchio von Roberto Benigni zu sehen, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Du hast aber eine lange Nase. Das kann nicht sein. Hast wohl gelogen. Ja, Lüger. Das sieht schon echt krass aus. Es ist alles so verspiegelt. Guck mal hier, das reflektiert so. Geil. Und dann entdeckte mich diese geheimnisvolle Tür. Was ist das? Alter, was ist denn das? Das ist wie ein Riesenfilmstudio. Boah, Alter, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Wir realisierten erst gar nicht, dass wir uns plötzlich in einem komplett eingerichteten Filmstudio befanden. Ich finde das immer wieder so geil, man läuft hier durch so einen Gang und denkt, ja, wir sind so in einem alten Gebäude, in so einem verlassenen Gebäude, aber wir sind immer noch in einer Filmkulisse. Das Place, Filmkulisse. Das Place, Filmkulisse. Wir wählen den Lost Place. Den Videolink findet ihr auf Instagram.
Oder war das etwa gelogen? Verarscht. Guten Abend. Marcello und ich sind wieder die Einzigen, die noch wach sind. Es ist jetzt... Oh, doch schon 0.45 Uhr. Hier sichern gerade noch die Daten vom heutigen Video. Und mehr gibt es im Augenblick nicht mehr zu Bericht erstatten. Oder fällt Ihnen noch was ein? Ich habe dir gar nicht zugehört. Gute Nacht. Herzlich willkommen hier auf dem Zeltplatz bei zu unserer kleinen Modeberatung. Wir haben die neuesten Trends hier aus Italien für Sie. Nun, der moderne Mann trägt 2019 Zelt. Es gibt Dosenessen und es gibt richtiges Essen. Richtiges Essen. Wie fühlen Sie sich? Erst in Trance verfallen. Nach über einer Woche was Richtiges zu essen. Kein Fressen aus der Dose. Kein angerührtes Essen. Er hat einen Food-Orgasm. Mit vollgestopften Mägen verließen wir diesen sonnigen Platz der Entspannung. Denn schon die nächsten Ziele standen auf dem Plan. So, heute gibt's Schnaps. Wir brennen uns Schnaps. Tower ist so ziemlich das Herzstück der Anlage gewesen hier. Auf den sind wir natürlich jetzt besonders scharf. Mal schauen, ob wir reinkommen. Oh, das sieht ganz gut aus hier. Für den bestmöglichen Überblick kletterten wir erstmal auf den Turm. Oh, fuck. Das Gute ist, man guckt jetzt nicht unbedingt vom Turm runter, sonst wäre ich hier schon gestorben. Alter Spalter. Hey, hey. Alter, seid ihr auf dem Dach? Ja, wir sind auf dem Dach. Irgendwo findet ihr dieses Video auf unserem Kanal. Oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Ratet mal, in welche Art von Location wir als nächstes einstiegen. Alter, so geht das. Richtig. Wieder mal war es ein altes Kraftwerk. Geil. Ach du Scheiße. Das kann nur der Fluss sein. Seht ihr noch diese riesengroße Turbine? Hier wurde nicht mit Gas, sondern aus Wasserkraft Strom erzeugt. Hier seht ihr nämlich das Haupteinfallrohr, was sich dann abgezweigt hat für die linke und die rechte Turbine. Das alte Industriedesign übte eine ungeahnte Faszination auf uns aus. Das ist auf jeden Fall so richtig alt. Das ist so richtig schöne alte Industrie. Kurz und bündig, Link in der Videobeschreibung. Völlig zufrieden wurde der vorletzte Zeltplatz angefahren. Wir erreichten ihn mal wieder recht spät und sogar ich hatte an diesem Abend keine Lust mehr, noch irgendetwas zu filmen. Während ich hier so über den Campingplatz schlendere, entdeckte ich das Dorf der Verrückten. Abgeschieden vom Rest sitzen sie hier und sind einfach nur wahnsinnig. Schaut sie euch an. Hier wohnen überall Verrückte. Verrückte, Verrückte, Verrückte. Überall nur Verrückte. Passports. Ah, da kommt der Crazy Hausmeister mit seiner Karre. Die Karre ist irgendwie kaputt, da ist die Bremse, die Handbremse kaputt. Der hat die gestern beim Einchecken erstmal gegen Wand rollen lassen. Ein Monster ist erwacht. Es mag keine Sonne. Es wird brennen und zu Asche zu fallen. Good morning. Good morning. Is this okay here? Hello. It's okay. Yes. It's okay. Hey, don't move. God. It's okay. Hey! Guten Morgen! Hallo! Du checkst erstmal die Lage. Ey, pinkelt der erstmal hier hin, das alte Ferkel. Das darf doch wohl nicht wahr sein. An dem Baum. Hast du gerade an den Baum gepullert? Ja, hast du das gemacht?
Und schon waren wir in der nächsten Location. Diese Disco war nicht irgendeine Disco. Heute geht's in eine Burg, die eigentlich eine Disse ist. Aber die hat einen richtigen Burggraben. Und eine Burgbrücke, die ist auch total zerlettert. Ja. So, diese Brücke muss ich jetzt langlaufen. Ich gehe hier an der Seite lang. Scheiße. Dieses wirklich beeindruckende Örtchen befand sich einsam auf einem Berg und war mit dem Auto recht schlecht zu erreichen. Und schon sind wir drin im Tanzpalast. Grundsätzlich eigentlich eine ganz coole Idee. Hier so mit Malereien von irgendwelchen Rittern. Das könnte hier schon der Dancefloor gewesen sein. Ja, da oben war der DJ, würde ich sagen. Ja, da hinten ist dieser bekannte Chili-Milli-Bereich. Ihr kennt das sicherlich von Fotos. Leider fiel auch diese Disse wohl irgendwann der Insolvenz zum Opfer. Das Ding ist, dass wir hier eine richtig bescheidene Strecke hochfahren mussten und uns schon während der Fahrt gefragt haben, wir fährten hier hoch in so eine Disco. Es ist kein Wunder, dass so ein Ding pleite ist. Eine ereignisreiche Woche lag hinter uns und so langsam näherte sich unser Trip dem Ende. Wann wir den letzten Zeltplatz erreichten, könnt ihr euch sicherlich denken. Letzter Campingplatz. Oh, alle schwärmen gerade so davon, Mensch, endlich mal wieder dann schön essen. Und wichtig ist, die Karren mal richtig ausfahren. Am meisten freut sich der Toni darauf. Der hat einen richtigen Fahrhieber. Weil die paar Kilometer hier, die 5 Kilometer durch Italien, die haben den echt unterfordert. Toni fährt ein Harz schön Bergtour. Irgendwas mit Berg. Aber ey, ohne Scheiß, überleg mal, wie zaghaft der war. Der hat sich so krass angepasst. Der fährt wie ein echter Italiener jetzt. Heute war eine Fahrschule oder so ein Scheißding oder irgendein Fahranfänger vor uns. Der hat ordnungsgemäß, so wie es die Polizei auch verlangt, Ihr drängelt. Und das blöde Ding ist dann irgendwann abgebogen, weil es sich bedrängelt gefühlt hat. Ich bin stolz auf Sie. Also an sich ist der Campingplatz echt geil. Insofern wir das jetzt im Dunkeln erkennen konnten. Und der Duschtrakt ist klein, aber fein. Der ist richtig geil. Und Heinz rockt. Heinz rockt. Wer ist denn Heinz? Der Besitzer. Ach, Heinz, ja stimmt, der hat uns noch zum Kaffee eingeladen morgen früh. Eigentlich hat er uns auch zum auf Drinks eingeladen. Weil wir die ersten Gäste sind. Weil wir die ersten Gäste hier sind. Und die Saison einläuten. Du musst weiter vorsprechen, was sagen soll. Ich muss essen. Nee, auf jeden Fall sind wir die ersten Gäste. Eigentlich macht der Zeltplatz erst morgen auf. Und Heinz war so cool und hat am Telefon gesagt, das ist egal, könnt heute schon kommen. Der kann Deutsch. Wo kam der her? Holland. Aus Holland. Der konnte heute schon anweisen. Das ist kein Problem. Er ist der fliegende Holländer. Hat er selbst gesagt. Er ist der fliegende Holländer. Und wie habt ihr ihn gesehen? Ist das so? Ja. Hat er Flügel? In sein T-Shirt hat dieselbe Farbe wie meine Haare, natürlich kann er fliegen. Was raschelt denn der hier so? Was? Schick den Wort hier! Nochmal! In sein T-Shirt hat dieselbe Farbe wie meine Haare, natürlich kann er fliegen. Achso. Achso, er schäbt, hier ist blau. Guten Appetit! Kommt, Kinder, wir müssen los. Nein. Doch. Nur noch 5 Minuten, Papa. Nein. Los jetzt. Kommt jetzt. Nach 2 langen Wochen ging es endlich nach Hause. Und auch Toni hatte nach 6000 Kilometern Fahrt so langsam die Schnauze voll. Alter, sind die bekloppt hier, ne? Idioten. Wer baut denn so eine Scheiße hier? So eine Vollpfosten. Eine lange Hand. Neben der herrlichen Landschaft beschäftigte uns noch ein wichtiges Thema. Bitte keinen Unfall bauen, Toni. Ich hab dir abgeschnallt. Weswegen sind wir hier? Wir sind hier, um Heimweh zu bekommen. Heimweh zu bekommen? Nein, wir sind hier, um Bock auf Burger King und McDonald's zu bekommen. Ja.
Restaurants sind wieder übelst die Bürgerin. Sobald wir die deutsche Grenze überschritten haben, wird sofort ein Burgerrestaurant angefahren. Völlig fertig, aber zufrieden kehrten wir heim. Ein geiler Trip lag hinter uns und wird demnächst in einem anderen Land wiederholt. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr von uns zu verpassen.